Nur müssen sie schlafen oder müssen betäubt sein, wenn er in sie eintritt. Manche und besonders Abgeschiedene, die zu ihren Lebzeiten einen sehr starken Willen gehabt haben oder noch eine Mission auf der Erde erfüllen sollen, die können sogar in wache Lebendige eintreten, ohne dass diese es merken, aber meistens benutzen auch sie die Körper von Scheintoten oder Lebendigen, wie zum Beispiel den Skradlo. »Warum schaust du mich so an, Sergei?« Der Russe war bei den letzten Worten aufgesprungen, hatte einen schnellen Blick mit einem anderen Bedienten gewechselt und hing förmlich an den Lippen des Tataren. »Nichts, Moller, ich staune bloß.« »Bei mir daheim«, fuhr der Tatar fort, »kommt es oft vor, dass ein Mann, der bis dahin ganz ruhig gelebt hat, plötzlich nicht mehr weiß, wie er heißt und wegwandert. Dann sagen wir, ein Evli oder ein Schamane hat von seinem Körper Besitz ergriffen. Die Schamanen sind Ungläubige, aber sie können dasselbe wie die Evlia. Das Ewesha-Machen hat mit dem Koran nichts zu tun. Wenn wir früh aufwachen und fühlen, dass wir nicht ganz so sind wie vorher abends beim Schlafengehen, so fürchten wir, dass ein Abgeschiedener in uns steckt und atmen heftig ein paar Mal aus, um wieder frei zu werden. »Warum, glaubst du, wollen denn die Toten in die Körper der Lebenden eindringen?« fragte Polyxena. »Vielleicht, um zu genießen. Vielleicht, um etwas auf der Erde nachzuholen, was sie zu tun versäumt haben. Oder, wenn sie grausam sind, um ein großes Blutbad anzurichten.« »Da wäre es ja möglich, dass der Krieg...« »Gewiss«, bestätigte der Tatar. »Alles, was die Menschen gegen ihren Wunsch tun, kommt aus dem Avesha her.«